Buongiorno, signores e signorina. Wenn ihr mal eine vorurteilsfreie, ehrliche Einschätzung dessen haben wollt, ob ihr zu dick seid oder nicht, zumindest in der Wahrnehmung anderer, solltet ihr unbedingt nicht Freunde oder Verwandte fragen. Am besten gebt ihr einem Kindergartenkind einen Stift in die Hand und lasst euch malen. Traid. Aber es war nicht unmöglich, das Moor auszutrocknen. Als Isaac an diesem Tag weiter hinunterkam, stieß er auf eine neue Ansiedlung. Zwei lagen weiter unten, dem Dorfe zu, aber eine war hoch droben zwischen Breiderblick und Selanra. Oh, es wurde allmählich im Ödland gearbeitet. In Isaacs erster Zeit lag es ganz menschenleer da. Und diese drei Ansiedler waren von auswärts. Es schienen Leute mit Verstand zu sein. Das Erste, was sie taten, war nicht Geld aufzunehmen, um sich ein Haus zu bauen. Sie kamen in einem Jahr her, zogen Gräben und verschwanden wieder. Genau wie wenn sie gestorben wären. Das war die richtige Art, Gräben ziehen, pflügen, säen. Axel Ström war jetzt Isaacs nächster Nachbar. Ein tüchtiger Mann, Junggeselle, von Geburt ein Helgeländer. Er hatte Isaacs neue Reolpflug entlehnt, um seinen Moorboden damit umzuflügen. Und erst im zweiten Jahr hatte er sich einen Heuschuppen und eine Gamme errichtet und sich ein paar Stück Vieh angeschafft. Sein Besitztum hieß Maneland, Mondland, weil der Mond so schön darauf schien. Er hatte keine eigene Frauensperson zur Hilfe und Hilfe im Sommer war an diesem abgelegenen Ort nur schwer zu haben. Aber wie er seine Arbeit einteilt und ausführte, das war ganz und gar die richtige Art. Oder hätte er etwa wie Brede zuerst ein Haus bauen und dann mit seiner Familie und vielen kleinen Kindern ins Ödland kommen sollen, ohne Vieh oder Äcker, von denen er leben konnte? Was verstand Brede Olsen vom Entwässern des Moors oder Urbarmachen des Ödlandes? Brede Olsen verstand es, die Zeit mit Lappalien zu vergeuden. Da kam er wirklich eines Tages an Selandra vorüber und wollte hinauf auf die Berge, um nach edlen Metallen zu suchen. Am Abend kehrte er zurück, hatte aber nichts Bestimmtes gefunden. Nur ein paar Anzeichen, sagte er und nickte dazu. Er wollte den Gang bald noch einmal machen und wollte auch die Berge nach Schweden zu untersuchen. Und ganz richtig, Brede kam wieder. Er hatte wohl Geschmack daran gewonnen. Er schob es auf die Telegrafenlinie, er müsse sie nachsehen. Indessen versorgten Frau und Kinder den Hof daheim oder ließen alles ungetan liegen. Isaac bekam Bredes Besuche bald satt und er ging ihm aus dem Hause, wenn er kam. Dann schwätzten Inger und Brede herzlich miteinander. Was konnten sie nur zu schwätzen haben? Oh, Brede war oft im Dorf drunten und wusste immer etwas Neues von Großen dort. Inger aber hatte ihrerseits ihre berühmte Reise nach Drontheim und ihren Aufenthalt, von dem sie erzählen konnte. In den Jahren, die sie fort gewesen war, hatte sie schwätzen gelernt. Sie fing mit jedermann gleich eine Unterhaltung an. Nein, sie war nicht mehr dieselbe treuherzige, rechtschaffene Inger von früher. Immer noch kamen Frauen und Mädchen nach Selandra, um sich Kleider zuschneiden oder im Handumdrehen wohl auch einen langen Saum auf der Maschine nähen zu lassen. Und Inger unterhielt sie gut dabei. Auch Oline kam wieder. Sie konnte es wahrscheinlich nicht aushalten, wegzubleiben, denn sie kam sowohl im Frühjahr als im Herbst, aalglatt, butterweich und falsch. »Ich musste einmal sehen, wie es bei euch steht«, sagte sie jedes Mal. »Und ich habe so Heimweh nach den kleinen Knaben«, sagte sie. »Ich habe sie so in mein Herz geschlossen, die lieben Engel, die sie damals waren. Ja, ja.« Jetzt sind es große Burschen, aber es ist ganz merkwürdig. Ich muss immer daran denken, wie sie noch so klein waren und ich für sie zu sorgen hatte. Und ihr baut und baut und macht den Hof zu einer ganzen Stadt. Werdet ihr auch eine Glocke auf den neuen Scheunendach anbringen, gerade wie im Pfarrhaus? Als Oline wieder einmal auf Selandra ankam, brachte sie eine andere Frau mit und die beiden Frauen und Inga hatten nun einen guten Tag zusammen.
Je mehr Menschen Inger um sich herum sitzen hatte, desto besser und desto schneller hantierte sie mit der Schere und nähte auf der Maschine. Sie tat groß, schwang ihre Schere oder das Plätteisen. Das erinnerte sie an die Zeit in der Anstalt, wo sie so viele gewesen waren. Inger verbarg durchaus nicht, wo sie ihre Kunst und ihr Wissen her hatte. Von Drontheim hatte sie's. Es war, als habe sie nicht auf gewöhnliche Weise dort eine Strafe abgesessen, sondern als sei sie in der Lehre gewesen. Schneidern, weben, färben und schreiben. In all dem hatte sie Unterricht in Drontheim gehabt. Von der Anstalt redete sie mit einem gewissen Heimatgefühl. Es waren so viele Leute da gewesen, Vorsteher und Aufsichtsbeamte und Wächter. Als sie damals wieder heimgekommen war, sei es sehr einsam für sie gewesen und es sei ihr überaus hart gefallen, sich von dem Gesellschaftsleben, an das sie nun gewohnt gewesen, zurückzuziehen. Sie tat sogar, als habe sie sich erkältet, weil sie in der rauen Luft draußen gewesen war. Ja, noch jahrelang nach ihrer Rückkehr sei es ihr nicht gut bekommen, in Wind und Wetter draußen zu sein. Zu der Arbeit außer dem Hause müsste sie eigentlich eine Magd haben. Ja, aber Herrgott im Himmel, sagte Uline, du mit deiner Gelehrsamkeit und mit deinem großen Haus, du müsstest doch eine Magd halten können. Es war recht angenehm, auf Verständnis zu stoßen, und Inger widersprach Uline nicht. Sie rasselte mit ihrer Maschine, dass es dröhnte, und ließ den Ring an ihrem Finger funkeln. Nun siehst du selbst, sagte Uline zu der anderen Frau, ist es nicht wahr, dass Inger einen goldenen Ring bekommen hat? Wollt ihr ihn sehen? Fragte Inger und zog ihn ab. Uline griff danach. Sie schien nicht ganz sicher zu sein und untersuchte den Ring, wie ein Affe eine Nuss untersucht. Sah auch nach dem Stempel. Ja, es ist, wie ich sagte, diese Inger mit all ihrem Reichtum und all ihren Mitteln. Die andere Frau nahm den Ring mit Ehrfurcht in die Hand und lächelte demütig. Du darfst ihn eine Weile anbehalten, sagte Inger. Steck ihn nur an, er geht nicht entzwei. Und Inger war freundlich und gutherzig. Sie erzählte von der Domkirche in Drontheim und begann, ihr habt wohl die Domkirche in Drontheim nicht gesehen? Nein, ihr seid ja nicht in Drontheim gewesen. Diese Domkirche war gleichsam Ingers eigene Domkirche. Sie verteidigte sie, prahlte mit ihr, gab Höhe und Breite an, sie sei wie ein Märchen. 7 Pfarrer predigten gleichzeitig in ihr und hörten doch nichts voneinander. Dann habt ihr wohl den Brunnen des heiligen Olaf auch nicht gesehen. Er liegt mitten in der Domkirche auf der einen Seite und dieser Brunnen ist grundlos. Als wir dahin gingen, hatten wir einen Stein mitgenommen und den ließen wir hineinfallen. Aber er erreichte den Grund nicht. Er erreichte den Grund nicht, flüsterten die Frauen und schüttelten die Köpfe. Aber außerdem sind noch 1000 andere Dinge in der Domkirche, rief Inger entzückt aus. Da ist nun der silberne Schrein. Das ist der Schrein von St. Olaf, dem Heiligen. Ihm gehört er. Aber die Marmorkirche, die eine kleine Kirche, ganz und gar aus Marmor war, aber diese Kirche, die haben uns die Dänen im Krieg genommen. Die Frauen mussten aufbrechen. Uline zog Inger auf die Seite und mit sich in die Vorratskammer hinein, wo, wie sie wusste, die Käse lagen und machte die Tür hinter sich zu. Was willst du von mir? Fragte Inger. Uline flüsterte, der aus Anders wagt nicht mehr, hier durchzukommen. Ich habe es ihm gesagt. Ach so, sagte Inger. Ich habe ihm gesagt, er solle es nur wagen, nach dem, was er dir angetan hat. Ja, ja, sagte Inger. Aber er ist seither mehrere Male hier gewesen und im Übrigen kann er sehr gerne kommen. Ich fürchte mich nicht vor ihm. Nein, sagte Uline, aber ich weiß, was ich weiß und wenn du es willst, werde ich ihn anzeigen. So, sagte Inger. Nein, das sollst du nicht tun. Aber es war ihr nicht widerwärtig, dass Uline auf ihrer Seite stand. Es kostete sie zwar einen kleinen Ziegenkäse, aber Uline bedankte sich großartig dafür. Es ist, wie ich sage und immer gesagt habe, Inger, besinnt sich nicht lange, wenn sie gibt. Dann gebraucht sie beide Hände. Nein, du hast keine Angst vor Ostanders. Ich habe es ihm verboten, dir je wieder unter die Augen zu kommen. Da sagt Inger, was kann es mir ausmachen, wenn er kommt? Mir kann er nicht mehr schaden. Uline spitzte die Ohren. So, du hast ein Mittel dagegen erfahren? Ich bekomme keine Kinder mehr, sagte Inger.